Egal ob Gold, Öl oder Platin, Rohstoffe werden bei den Privatanlegern immer beliebter. Thomas Metzger, Fondsmanager beim Bankhaus Bauer, haben Sie eine Erklärung dafür? Für viele Investoren bieten Rohstoffe nach wie vor Kurspotenziale, Potenziale nach oben. Insbesondere der Rohstoffhunger der Schwellenländer wird hier als Grund angeführt. Hier ist insbesondere China zu nennen, die einfach aufgrund des Wachstums Rohstoffe benötigen. Daneben bieten natürlich Rohstoffe im Portfolio-Zusammenhang auch noch einige interessante Eigenschaften. Die Korrelation zu den traditionellen Assetklassen, Aktien oder Renten, war in der Vergangenheit oft niedrig und so konnte ein schöner Diversifikationseffekt erzielt werden im Portfolio. Wir haben ja schon ein paar Mal über Rohstoffe gesprochen, haben auch die Besonderheiten erklärt, Rollverluste, Rollgewinne, Terminkurven. Was ist noch zu beachten und vor allem, wie kann investiert werden? Mittlerweile steht eine breite Produktpalette an Rohstoffinvestmentmöglichkeiten dem Anleger zur Verfügung. Da wären zum einen die Zertifikate zu nennen, mit denen der Anleger relativ direkt in den einzelnen Rohstoff investieren kann. Daneben besteht natürlich auch die Möglichkeit, in Rohstoffaktien zu investieren, also in Unternehmen zu investieren, die Rohstoffe handeln, fördern, suchen und so weiter. Hier sollte der Anleger allerdings beachten, dass es sich natürlich um ein Aktieninvestment handelt. Das heißt, nicht nur der Rohstoff oder der Rohstoffpreis ist aufschlaggebend für dieses Unternehmen, sondern auch operationelle Risiken, wie zum Beispiel ein schlechtes oder gutes Management. Hier sind Fragen wichtig, wie sichert sich das Unternehmen ab im jeweiligen Rohstoff, also wie hedgt es den Rohstoff ab? Im Grunde handelt es sich hier um ein reines Aktieninvestment. Also der Anleger hat keine Garantie, dass sich dieses Investment 1:1 mit dem Rohstoffpreis mitentwickelt. Wechseln wir mal zu den direkten Rohstoffinvestments, Zertifikate. Hier ist es natürlich wichtig zu beachten, dass der Rohstoff oder dass viele Rohstoffe in US-Dollar gehandelt werden. Das heißt, der Anleger muss sich im Klaren sein, dass er hier unter Umständen ein Währungsrisiko eingeht. Das bedeutet, ein schwacher Greenback über die Zeit des Rohstoffinvestments kann die Gesamtrendite schmälern. Abhilfe können hier sogenannte Quando-Zertifikate schaffen, die das Währungsrisiko permanent abhedgen. Gibt es weitere Einflussfaktoren, die wir noch nennen sollten? Das kommt dann immer auf den einzelnen Rohstoff an. Was man generell sagen kann, ist sicherlich, dass eher exotische Faktoren für den in Anführungsstrichen normalen Anleger von Bedeutung sind. Ein Faktor ist zum Beispiel das Wetter. Also wenn zum Beispiel Wirbelstürme Anbauflächen oder Bohrinseln bedrohen, dann kann sich das relativ schnell auf die Preise auswirken. Vielen Anlegern dürften hier noch die Wirbelstürme Katrina und Rita bekannt sein, die vor einigen Jahren über die USA hinweggefegt sind und sofort die Notierung für beispielsweise Rohöl oder auch Orangensaft in die Höhe getrieben haben. Also nicht nur auf die Börsenkarte und Tafel gucken, sondern auf die Wetterkarte. Dankeschön, Thomas Metzger.